Hallo und herzlich willkommen hier bei Zenshlys Hardware und Software Reviews. Heute mit einer weiteren Tutorial-Serie für euch. Dies ist natürlich das erste Video dazu. Und heute verbauen wir als erstes eine Intel LGA 1155 CPU. In dem Fall auf einem Asus P8H77 Mainboard. Und wir starten einfach mal los. Hier haben wir den Sockel selbst mit dieser Schutzkappe. Die müssen wir natürlich vorher vorsichtig entfernen. Auf dem Sockel selbst haben wir dann die Kontakte. Bitte diese nicht berühren. Und zur einfachen Montage der CPU müssen wir diesen Hebel hier von unten raushebeln. Nach hinten. Und dann haben wir hier diese Lasche. Wenn ihr sowas macht, erdet euch bitte vorher und seid immer schön vorsichtig. Hier haben wir jetzt eine entsprechende LGA 1155er CPU. Die hat hier oben auf jeder Seite eine Einkerbung und hier unten links einen Pfeil. Dieser Pfeil ist auch hier unten auf dem Mainboard zu finden, und zwar dieser kleine weiße Punkt. Und so wie ich sie jetzt halte, die CPU, ist sie auch schon richtig ausgerechnet. Und ihr legt sie einfach vorsichtig, ohne Gewalt oder aus großer Höhe fallen zu lassen, legt er sie einfach rein. Jetzt liegt die CPU. Nun nehmt ihr diese Lasche hier, legt sie wieder um unter diese Schraube hier und nehmt dann diesen Hebel. Manche mögen das etwas als schwierig empfinden oder als schwergängig. Das ist aber wirklich so gewollt, damit die CPU auch korrekt sitzt. Und dann hebelt ihr das Ganze hier runter und schon ist die CPU. In dem Fall ist es eine Pentium G840 Dual-Core-CPU auf einem P8H77-i Mainboard verbaut. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen, würde mich über Kommentare, Bewertung und vor allem über das Abonnieren freuen. Ich würde mich auch natürlich sehr freuen, wenn ihr jetzt die nächsten Videos auch anschauen würdet, um mich somit zu supporten. Wir bauen insgesamt einen Home-Server auf, jetzt als kurze Zwischeninformation. Und das nächste Video beinhaltet dann die Installation des Arbeitsspeichers. Ja, dann soll es gewesen sein. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.